Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Shovel Knight. Wir haben im letzten Part die ersten beiden Level geschafft. Wir haben den Black Knight und den King Knight haben wir in den Arsch getreten. Und wir sind jetzt hier im Dorf und ich möchte jetzt gerne hier einmal mit dem König reden und ihm sagen, ey, wir haben King Knight haben wir geklatscht. King Knight regiert nicht mehr? Heisa! Nun kann ich übers Stolzmoor herrschen! Hurra! Kann's kaum erwarten, Feder und Schnabel zu begrüßen. Die können's wahrscheinlich gar nicht erwarten, mich zu sehen. Ja. Ja, das haben wir schon. Okay. So. Ah, Entscheidungen. Soll ich Magie oder Gesundheit verbessern? Oder einfach eine Konservendose essen? Kauf doch eine Essensmarke und hilf mir zu entscheiden. Boah, 4500. Nee, wir machen noch ein Level und dann gehen wir einkaufen. Wir haben jetzt 5 HP. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Das da oben haben wir schon. So, als nächstes gehen wir hier zu Spectre Knight, der Lichhof. Abfahrt. Das geht tief. Oh. Gruselig. Okay. Okay. Was kann ich damit anstellen? Was sind solche Hüpfdinger? Oh, Frösche! Ah, so benutzt man die. Okay. Oh nein. Elektrische Frösche. Müssen wir aufpassen. Komm her, Frosch. Oh nein, ein Geist. Tut er uns weh, wenn er uns berührt? Ich weiß nicht. Geh einfach weg. Oh nein, stop it! Oh nein, 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 komm mal her. Genau, so, nein, nicht so. Mann, mach es mir doch nicht so schwer. Oh, ich komme alleine nicht mehr hoch. Ah, okay. Auch ein guter Soundtrack. Oh, den hätte ich gebraucht, um da oben hoch. Oh, okay, wir gehen nochmal ins andere Bild. So. Sehr gut. Frick. Frick! Wie kann ich denn da jetzt oben hoch? Okay, muss ich nochmal das Bild ändern? Nochmal. So komme ich da hoch. Sehr gut. Ja. Okay. Geschafft. Ich schlag dich tot. Ich mach dich Messer. Noch mehr. Oh, oh Gott. Ah! Was kann der? Okay, wenn ich das so mache, dann geht das. Habe ich schon ein bisschen das Schwitzen bekommen. Aber alles gut, ich bin Pro. Ich bin Pro. Fröschchen! So. Das war gut. Geh da drüben hin. War auch gut. Gehe ich wieder darüber. So. Und dann darüber. Und mich vom Frosch treffen lassen. Genau. Das ist genau die richtige Einstellung. Und. Ich mache denselben Fehler wieder. Habe ich schon erwähnt, dass ich in Jump-Runs und Plattforming nicht so gut bin? Ah, geh weg, Frosch. Oh nein, jetzt geht das mit Licht hier. Oh, es ist ekelhaft.
Okay. Der tut mir sogar weh, der Geist, wenn er mich berührt. Was bist du denn? Voll unfair. Okay, rüber, rüber, weg. Oh Gott. Ich stell mich nicht gerade intelligent an. Hier runter. Oh nein. Geld! Richtig viel... Oh. Pff. Okay, bye. Richtig viel Kohle, richtig fett Kohle, Geld, Geld, Geld. Ah, okay, kann ich den zweimal vielleicht hoch? Ja, kann ich. Okay. Ah, guck mal. Oh, scheiße. Gott, hab ich? Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sehen, wo ich bin. Okay. Oh. Das war sehr, sehr ungeil, um ehrlich zu sein. Ah, das war das. Ich erinnere mich. Das war dieses Gewichte-Ding. Oh, nein! Achso, der Kopf. Hält das noch? Okay, sehr gut. So, ich will runter. Zack. Nehme ich den weg, dann kann ich hoch. No. 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 Ich will nicht ins Wasser, ich kann nicht schwimmen. Alles gut. Huh. Und nicht schon wieder. Da ist ein Käfer. Wo ist der Käfer? Der ist hier. Okay, Käfer tot. Kletter darauf. Oh Gott, ich fall da runter. Kann ich das damit kaputt machen? Nein. Oh Gott. Oh. Also, ich muss jetzt hier rauf und schaufeln. Schaufeln, 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 schaufeln. Und rüberspringen. Ja! Kann ich? Kann ich den da irgendwie rüberschaufeln? Ja, so. Noch ein Stück. Und dann hier runter? Ist das richtig? Oh Gott, ja. Ich glaube schon. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann sammeln wir erstmal das alles ein. Ja, hier komme ich jetzt halt leider nicht mehr hin. Egal. Wir können natürlich resetten und dann da einmal rüberspringen. Das könnte ich natürlich machen. So. Oh Gott, Bombe. Oh Gott, Frösche. Oh, das ist eine blaue Kiste, da ist der Genie drinne. Ob im Dorf oder unterwegs, ich habe die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in dieser Kiste gefunden habe. Ausblender-Medaillon. Nehmen wir mit. Achso, bist du sicher? Ja. Ich kann also, wenn ich das jetzt so... Bin ich... Oh, aber nur kurz. Okay. Sehr kurz. Egal, ich will eh Geld haben. Also schaufeln wir die Frösche weg. Schaufel die Frösche weg. Und weg.
So. Oh, oh Gott. Okay, alles gut. Oh, fuck. Oh, Geist. Please. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Okay, das kriege ich da halt nicht mehr wieder. Oh nein! Ich muss diesen Medaillon wegpacken. Geh doch weg, Mann! Erstmal schaffen. Brrr. Mann, die Geister sind halt ultra nervtötend, ne? Nein! Wieso falle ich denn da durch? Oh nein! Oh. Okay, und jetzt wieder rauf. Boom, 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 boom. Sehr gut. Toll. Habe ich das alles... Habe ich verpasst. Klasse. Hier können wir schaufeln. Oh, das war verkackt. Jetzt? Und... Oh, ich hab's geschafft irgendwie. Oh Gott, aber wirklich so Zentimeter weit. Okay. Drüben war auch noch ein Skelett. Muss ich hier weiter? Ich kann hier weiter. Oh, boy. Ich hasse solche Dunkelheitslevel, ne? Wo ich nichts sehe. Oh, das ist der mit der Sense. Dies ist kein Ort für die Lebenden. Sterbliche. Du wirst gerufen, wenn deine Zeit gekommen ist. Und jedem ist seine Zeit vorbestimmt. Wie auch deinem geliebten Shield Knight. Lüge! Sowas kaufe ich doch keinem Phantom ab. Alleine deine Existenz ist schon eine niederträchtige Täuschung. Die Verzauberin steckt voller Überraschung. Sie hat mir neues Leben geschenkt. Damit ich dir deins nehmen kann. Ich habe in Erinnerung, dass der nicht gut war. Also echt heftig. Oh, falsches Medaillon. Kann ich das irgendwie auswählen? Wahrscheinlich nicht in Fight, ne? Okay, ich muss erstmal sehen, was für ein Pattern er hat. Oh Gott. Und ich sollte halt nicht einfach in seine Attacken reinhüpfen. Oh. Die Sense ist halt voll geil, ne? Oh Gott. Also, was macht er denn? Er tötet mich, das macht er. Kann ich, ja, ich weiß. Kann ich irgendwie... Da. Ausrüsten. Vielleicht hilft mir das mehr. Ja.
Ja, okay. Also er macht halt so einen Wirbel. Okay, mein Feuer wird an seiner Sense einfach zerstört. Da habe ich keine Aktien drin. Oh nein, oh, ich hab's gewusst und hab's trotzdem getan. Oh nein, ich hab's gewusst und ich hab's trotzdem getan. Es ist auch einer der Charaktere, die man spielen kann. Mit dem King Knight zusammen und dem Pestdoktor. Vielleicht sollten wir den halt auch mal ausprobieren, weil irgendwie ist der Typ halt schon ziemlich cool. Oh, ja, okay, komm mal rüber, Mann, und setz dich zu mir, weil ich ein Shovel Knight bin, Und ich bin tot. Oh, okay. Wir schaffen das! Glaube ich. Vielleicht. Ich hätte halt in HP investieren müssen. Oh nein. Springen halt immer in die falsche Richtung. Okay, ich habe ihn zweimal getroffen. Sehr gut. Oh! Nein! Die Sense bringt mein Feuer doch dazu, dass es kaputt geht. Und ich mache es trotzdem immer wieder. Und ich springe jedes Mal auch immer in ihn rein. Okay, ich habe absolut keine Taktik dafür. Für den Typen. Weil ich kann halt nicht an ihn ran. Weil dann bringt er mich um. Okay. Warum hat er das jetzt getan? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay. Alles gut. Oh! Pff. Ich habe gedacht, er portet sich nach unten. Hat jemand gesehen, wie gut der Try war? Ich nehme ihn nicht. Und ich springe volle Lotte in ihn rein. Sehr gut. Nein, 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 nein. Ich bin so ein dummer Idiot. Oh. Oh, ich springe. Bitte, bitte, bitte. Es darf doch kein Mensch sehen, was ich hier tue. Dann ist das natürlich sehr, sehr gut, dass ich sowas halt aufnehme, ne? Oh, ich springe halt in seine Sense auch noch rein. Ich bin so ein blöder Vollidiot. Ja. Das war der schlechteste Try, glaube ich. Obwohl, die Hälfte habe ich ihm abgezogen. Nochmal. So. Okay. Okay, das ist... Ich spring halt rein. Warum springe ich da immer rein? Hm. Den Try können wir doch eigentlich schon wieder völlig vergessen. Okay. Jetzt habe ich es gesehen. So, jetzt schmeiße sie nochmal und zwar hier nach oben zu mir, genau. Okay. So. Jetzt ist er unter mir wieder. Jetzt habe ich ihn zweimal getroffen. Jetzt kommt sie wieder zurück. Dann schmeißt sie nochmal und zwar unter mir und. Das war aber
ein bisschen besser als der davor. Ah, okay, nochmal. Also. Er wirft die Sense zuerst hier rüber. In einem Bogen und dann nach unten. So dass ich ihn mindestens zweimal treffen könnte. Wenn ich nicht dumm bin. So. Dann schmeißt er sie nochmal und teleportiert sich wieder unter mich. Was halt total ein random Pattern ist, um ehrlich zu sein. So. Dann macht er diesen krassen Angriff. Ich weiß nicht, warum er das tut. So, jetzt schmeißt er die Sense, glaube ich, nochmal. Genau. Und dahin. So, jetzt ruft er die. Okay, da habe ich ihn jetzt richtig gut getroffen. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Es ist Nacht. Okay, das ist uncool. Hat er das eben auch schon gemacht? Oh nein! Er hatte nur noch zwei Leben! Nein! Oh Gott! Ich spring voll rein. Ich spring voll rein! Warum tue ich das? Warum? Warum springe ich mal rein? Okay, ganz ruhig. So, jetzt schmeißt du die Sense. Wieso werde ich getroffen? Ich stand gar nicht drin. So, jetzt schmeißt du sie hier rüber. Genau. Jetzt macht er diesen Schwubi-Schwab. Angriff. So, jetzt schmeißt du sie wieder. Jetzt müsste er sie nochmal schmeißen. Und zwar hier bei mir nach oben. Genau. Dann kann ich ihnen jetzt nochmal eine in die Fresse geben. So. Dann macht er das so. Jetzt müsste er die... Oh, nein! Alles gut. Jetzt, genau. Jetzt holt er die Zombies. Okay. Oh. Okay. Ah, das darf ich nicht machen. Ich habe kein Mana mehr. Frick! Okay, jetzt wird's richtig abartig. Ah. Droppen die Mana. Oh! Ja, aber nicht viel. Nochmal. Nope. Nope, 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 nope. Oh nein! Ich wusste es, dass er die nochmal schmeißt und ich hab's trotzdem verkackt. Oh, großes Mana. Sehr gut. Oh nein! Und ich spring da runter! Ich bin so ein Dummkopf. Ich muss lockerer werden. Ich darf nicht ungeduldig sein. So, er schmeißt sie nach unten. Ich kann ihn einmal treffen. Das war dämlich. Das war auch dämlich. So, jetzt ist er aber unter mir. Kann ich ihn mehrmals treffen? So konnte ich ihn auch nochmal treffen, aber ich habe selber einen Treffer eingesteckt. Das war, glaube ich, not worth. Okay, jetzt hat er die Zombies. Die kommt unten. Ich kann sie halt auch nicht überspringen. Ah. Oh, 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 oh. Zweimal getroffen. Ah. Ich habe keinen Mana mehr. Oh. Jetzt wird's kacke. Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt bin ich tot. Ah. Guter Try, aber noch nicht das, was ich haben wollte. Ey, es ist das dritte Level und ich schaffe es jetzt schon nicht mehr, ne? So, wir fangen
hier an. Mindestens einen Treffer will ich da haben. Birch müsste er sie, glaube ich, nochmal schmeißen. Nein, dann schmeißen wir. Okay, da hat er uns getroffen. Zwar blöd, aber abzusehen... Oh. Oh, frick! Ja, okay. Ach, fuck. Jetzt holt er seine Zombies. Wieso kann ich ihn denn nicht treffen? Ah. Viel Mana. Ja! Boom! Er hat gesessen. Okay. Der hat auch nochmal gesessen. Der nicht. Weil Sense... So, der kommt jetzt zu mir. Dann kann ich ihn nochmal schaufeln. Dann kommen nochmal Zombies. Nach unten. Jetzt hier nach oben. Ja. Nochmal Feuer. Das habe ich übersprungen gekriegt. Das nicht. Warum auch immer. Nein, jetzt macht das Dunkel wieder. Jetzt bin ich tot. Oh, das mit dem Dunkeln macht mich richtig fertig. Oh nein, da hat er jetzt mich verarscht. Drecksack. Wie spät gesprungen. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Jetzt kommen die Zombies. Oh. Weil wenn er keine Sense hat, in dem Moment, in der Hand. Frick. Dann kann ich ihm auch Schmerzen zufügen. So. Jetzt kommt er zu mir. Ja. Nein! Oh! Oh! Das ist doch nicht wahr! So eine Scheiße! Das lief so gut! Oh, da habe ich mich schon wieder doppelt treffen lassen. Weil warum? Ich bin doof. Da habe ich mich auch treffen lassen. Okay, das ist eigentlich schon wieder der perfekte, schlechte Run. Und da auch. Ja, okay, bring mich um. Das bringt nichts. Wie viel Schaden mache ich ihnen, wenn ich ihn da halt hitte, wenn er keine Sense in der Hand hat? So viel... Darf das ja eigentlich gar nicht sein. Oh, das ist doch zum Kotzen. Dritter Boss und ich schaffe ihn nicht. Ich bin richtig schlecht in diesem Spiel. Mann. Das fuckt mich jetzt richtig ab, ne? So, er portet sich nach unten. Portet sich wieder nach oben. Ich kann ihn schaufeln. Ich kann ihn hitten. Wieso hat die mich jetzt da getroffen? Okay, das habe ich gesehen, ja. Ja, das sehe ich ein. Oh Gott. Oh.
For God's sake! Stop it! Oh nein, oh nein, oh nein! Okay, das habe ich verkackt, indem ich runtergefallen bin. Okay, und das habe ich verkackt, indem ich darauf gesprungen bin. Ich mache halt jetzt auch wirklich jeden Fehler. Okay, du kannst mich eigentlich umbringen, das bringt nichts, ja. 3 HP habe ich dir abgezogen. Okay. So, immer mal wieder ein bisschen prügeln. Und immer ein bisschen hitten. Ja, das war sehr gut. Oh, da bin ich reingesprungen, da bin ich doof. Okay. Oh, 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 oh. Okay, nicht so schlimm. Alles gut. Ja, das war hübschig. Guck mal, wir haben sogar ganz viel Mana wieder gekriegt. Jetzt ist es wieder dunkel. Ja! Oh Gott! Shit, Mann! Shit! Scheißboss! Oh. Entschuldige mich für meine, Unfähigkeit. Oh, diesmal schlafen wir nicht. Ach doch. Ich wollte gerade sagen, schlafen wir nicht ein, oder was? Oh. Oh, muss ich sie wieder fangen? Oh nein. Oh nein, ich kann sie aber nicht retten. Es sind zu viele. Ich habe sie gerettet. Ja. Wach auf. Da ist eine Kiste. Eine Essensmarke. Oh, geil. Oh, dieses Spiel, ne? Yay, noch mehr. Okay, wir werden uns im nächsten Part weiter damit befassen. Wir haben, ja, viel haben wir nicht geschafft. Bisschen Überlänge hat dieser Part, aber es macht nichts. Wir haben ein Level geschafft. Und damit sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder bei Shovel Knight hier. Ich bin YT und bis dahin. Tschüss!